Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich befinde mich hier immer noch auf La Palma und nehme dich natürlich mit durch meinen Alltag und unsere Ausflüge und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Ja, jetzt habe ich den ganzen Tag gearbeitet. Ich wollte euch eigentlich so ein bisschen mehr mitnehmen. Und zwar habe ich heute, beziehungsweise die letzten Tage, sitze ich schon extrem lange an meinem ersten YouTube-Video, an dem ersten Vlog, den ich überhaupt veröffentliche. Der wird jetzt schon online sein, wenn du das hier siehst. Aber ich saß wirklich so lange daran, auch wenn du das halt gerade so zum ersten Mal machst, war die Qualität irgendwie nicht so gut. Und dann, ich hatte über 100 Videos, ich glaube 120 Videos, und die habe ich dann erstmal alle zusammen hochgeladen, habe ich geguckt, was nehme ich, was schneide ich, und ja, im Endeffekt sind es 28 Minuten geworden, was, glaube ich, ein bisschen lang ist vielleicht auch, aber gut, dieser Vlog, ich versuche ihn kürzer zu gestalten. Das heißt, heute stand das auf jeden Fall an. Wir haben jetzt ungefähr 4 Uhr und war heute Morgen trainieren. Danach war ich unfassbar müde und habe erstmal ein bisschen Piano gemacht. Gestern habe ich meine Steuern noch gemacht, diese erste Steuererklärung hier in Spanien. Und ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall was essen, beziehungsweise in einen Café, und bin mal ganz gespannt, was es da so gibt, beziehungsweise was ich auswählen werde. Mal schauen, und zeige ich das natürlich auch. Und das war halt so ein typischer Tag, irgendwie jetzt gerade. Gestern habe ich noch bis 2 Uhr nachts gearbeitet, einfach weil ich es gefühlt habe, weil ich auch mehr schauen möchte, wann habe ich Energie, und dann eben auch zu arbeiten und nicht typisch von 8 bis 5, weil ich glaube, dass ich das so machen muss. Sondern eben bis 2 habe ich ein bisschen länger geschlafen, war eben beim Sport, habe es ein bisschen ruhiger angehen lassen, habe noch einen Instagram-Post gemacht eben und hochgeladen. Und das war so heute mein Arbeitstag, und später schaue ich eben, habe ich Energie, habe ich keine Energie und habe ich irgendwie Lust auch drauf, und dann würde ich eben wahrscheinlich noch ein paar Instagram-Posts super gerne auch vorbereiten, weil ich auch so viele Gedanken habe aus den letzten Tagen, die ich gerne mit euch teilen wollen würde. Jo, und jetzt geht's los. Die Anfahrt ist auf jeden Fall etwas abenteuerlich, wenn ihr euch hier mal so die Straßen anguckt. Ja, wenn da so Autos entgegenkommen, und das ist halt schon okay. Also hier sieht es eigentlich sogar noch ganz okay aus. Aber wir laufen jetzt lieber runter, haben da oben geparkt. Und zwar ist das eine Stadt, die in den Felsen liegt. Und das sieht super spannend aus. Es sollte heute regnen, aber die Sonne brennt auf jeden Fall. Und Sonnencreme ist mit dabei. Und jetzt geht's los. Und ich nehme euch natürlich mit und bin sehr gespannt, wie es dann aussieht. Thank you.
gut. Das war es auf jeden Fall wert. Es war sehr schön. Puh. Jetzt geht's zum Mirador El Time. Ein bisschen rum, ganz spontan. Das war schön. Jetzt gibt es auf jeden Fall einen Weg, da ich jetzt, wo ich jetzt lang gehen könnte, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich zeige euch mal, da steht nämlich was, dass man doch nur auf eigene Gefahr lang darf. Ich schau mal. Okay. Schauen wir mal. Und mit diesem tollen Ausblick wurde ich belohnt. Ja, was man manchmal findet, wenn man einfach macht und einfach mal geht. Mega, mega schön. Ja, wenn aus einem ganz kurzen Spaziergang mal eben ungefähr 2 Stunden werden, wer kennt's? Es ist jetzt 21.30 Uhr und wir werden jetzt auf einen Aussichtspunkt fahren und schauen da, ob wir da ein paar Sterne sehen. Stargazing. Und hier von unserem Balkon aus sieht man schon total gut die Sterne. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt auf 1400 Metern ist, auf eben einem wirklich astrologischen, wie nennt man es auf Deutsch, Aussichtspunkt. Und werde ich auf jeden Fall mitnehmen, beziehungsweise wird man wahrscheinlich über die Kamera sowieso keine Sterne sehen, aber auf jeden Fall einen kleinen Eindruck, wie es da so ist. Leider ist das, was übrigens hier eine Stadt ist, das Einzige, was ich gesehen habe, denn leider ist genau in diesem Moment ein Sturm aufgezogen. Regen, Regen, Regen. So soll es jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage aussehen, bis wir tatsächlich wieder nach Lanzarote fliegen. Sprich, heute ist Samstag bis Donnerstag.